zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Unboxing, wie ihr hier schon seht. Der erste Part von 2 ist kommt. Ich hänge am Ende des Videos noch was dran. Aber ich würde auch mal sagen, wir fangen jetzt an. Ist natürlich wieder von Amazon Japan. Und ja, lässt sich. Ist ein großer Karton, wie ihr übrigens seht. So. Und auf damit. So. Ein Messer brauchen wir vermutlich noch. Und als erstes haben wir hier Werbung für irgendwie eine Amazon Japan Kreditkarte. Ihr wisst ja, Amazon Japan, Amazon bietet auch Kreditkarten an. Wer hat sogar einer von euch eine? Könnt das mal in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Sache an, nämlich einer Light Novel. Ich weiß gar nicht den genauen Titel, da ausgeklebt, da ist irgendwie so ein komischer Aufkleber drüber. Ist jedenfalls irgendwie, dass das magische Haus der Hauptpunkt der Magiezentrale ist oder sowas. Ich habe davon mal die ersten paar Kapitel gelesen. Dann haben wir natürlich Ashitaba Band 2. Ich lege das mal hier hin. Eine, genau, weitere Fantasy-Line-Up, die ich mir jetzt erstmal nur vom Cover her gekauft habe, weil mir das Cover gut gefiel, bin ich schon mal gespannt drauf. Zeitgon no Quasa Band 19. Der Manga ist jetzt abgeschlossen, jetzt will ich mir langsam mal die restlichen Bände holen. Mit 24 Bänden abgeschlossen und jetzt hier Band 19. Eigentlich wollte ich noch Band 20 mitnehmen. Der war aber zu der Zeit gar nicht verfügbar, beziehungsweise hat 3 bis 5 Wochen gedauert. Da muss ich halt etwas warten, bis er wieder da ist. Das dauert nie 3 bis 5 Wochen und der wird dann vermutlich ein anderes Mal, nicht vermutlich, auf jeden Fall ein anderes Mal gekauft. Dann der erste Band zu Yokoso Shichiryoku Shichijo no Kyushitsuhei. Ein Manga zu einer Light Novel. Die Light Novel habe ich auch, da habe ich schon mal ein paar Bände, waren schon mal in einem Unboxing drin. Und da ist jetzt vom Manga der erste Band erschienen. Dann einen weiteren Manga, Hachimete no Gal, auch Band 1, war jetzt mehr ein Coverkauf. Dann haben wir, das ist hier für den Tyrant habe ich mitbestellt, Platinum End Band 1, den habe ich ja schon. Und für mich Platinum End Band 2, der allerdings hier, dieser Buchgürtel ist beschädigt. Ist jetzt allerdings nicht so mega schlimm. Wir haben jetzt hier Band 2. Dann haben wir auch beschädigt. Was war da diesmal bitte schön los mit? Ashitaba Band 3. Die Bände sind an sich heil. Leider ist schon wieder der Buchgürtel ja, mehr oder weniger zerrissen. Da hatte der Hell Express wohl schon wieder nicht aufgepasst, nicht ordentlich gearbeitet. Super. Dann haben wir als nächstes Darashikashi Band 3. Den habe ich dann, nehme ich mir mal mit. Dann noch diesen, ich habe den einen der neueren Manga von Arina Tanimura, dieses Schick oder wie das heißt, ist dann mittlerweile auch abgebrochen und wird insgesamt 2 Bände haben. Hört sich aber von der Story ganz interessant an. Dann haben wir noch die Zeitschrift Mararet, Betsuma Mararet, ist wieder ein Monatsmagazin, Shoujo Monatsmagazin, da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Da wird es natürlich auch wieder eine Vorstellung zu geben, aber das gibt es sowieso zu den meisten Sachen, die hier dabei sind. Und das letzte, und da ist ein ziemlicher Brocken, ist eine mehr oder weniger Neuauflage von Blame. In einer wirklich sehr, sehr schönen großen Version. Hat jetzt, ich glaube, insgesamt hat 10 Bände, ist jetzt in dieser Neuauflage in 6 Bänden abgeschlossen und ich habe mir jetzt endlich mal den ersten Band gekauft. Blame wollte ich sowieso schon länger mal lesen oder anschauen, weil der Manga hat so gut wie keinen Text. So, das war das, was hier drin war und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem Video von mir. Das ist jetzt der zweite Part von dem Unboxing, jedoch wird jetzt nicht das Ausgepackte, was hier eigentlich ausgepackt werden sollte. Das kam gestern nämlich an und ich habe gemerkt, das kann ich nicht wirklich zeigen. Da wäre nur eine Sache gewesen, die ich hätte zeigen können. Da habe ich gedacht, lassen wir das. Aber ich habe ja heute Geburtstag und der Tyrant hat mir auch etwas geschenkt. Und der wollte auch gerne, dass ich dazu ein Unboxing mache. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir das mal auf. Ja, keine Ahnung, was da drin ist.
Fans. Ah, jetzt geht's langsam auf. So. Ja. Und was habe ich hier drin? Erstmal ein hier Auto von Carmreuder Drive. Sieht sehr schön aus. Hat zwar so eine Art Gesicht hier vorne, kann man das jetzt sehen. Ja. Und ja, das ist. Kann man auch irgendwie, glaube ich, kann man sogar umklappen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und dann noch eine Figur zu Kamen Rider Wizard. Da sind zwar irgendwelche Sachen noch mit dabei. Nämlich, die kann man ihm wohl in die Hand geben. Ein Schwert. Sowie eine Pistole. Ihr denkt mal, ja, hoffentlich bekommen die leicht in die Hand da als bei den anderen Figuren. Sieht aber tatsächlich so aus. Scheint hier jetzt nicht ganz so schwer zu sein. Aber das mache ich nachher mal in Ruhe. Also, und dann hat er es noch geschafft für mich ein Bild auszudrucken, nämlich dieses hier. Da habe ich das Original-Poster leider nicht von bekommen. Das lag nämlich bei der Miracle Jump vom September, also im September erschienen. Das lag dabei, da habe ich leider nicht bekommen, hat er dann für mich ausgedruckt. Und hier vielen Dank für die schönen Sachen, Tyron. Freue mich sehr darüber und ja, ich würde dann sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.